Hallihallo, meine lieben Homies, willkommen zu meiner dritten Runde Fortnite. Ja gut, wir wollen jetzt nicht jede Runde aufzählen. Auf jeden Fall heiße ich euch herzlich willkommen. Und ja, war ja krass, oder? Zweite Runde direkt epischer Sieg. Habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Aber egal, so muss das ja auch sein, ne? Man muss ja Spaß dran haben. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt wieder unter den letzten 10 zu kommen. Und vielleicht schaffen wir einen Kill. Wir lassen uns überraschen. Wir schauen einfach mal. Ich denke, wir gehen da raus, wo wir sonst auch mal rausgejumpt sind. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal vertraut machen mit der Map. Ist das dritte Video? Wir gucken einfach mal. So, ich würde sagen, da jumpen wir wieder raus. Die brauchen wir nicht markieren, das sehen wir ja von hier. Deswegen haben wir schon mal unser Fallschirm wieder. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn euch diese Videos gefallen, selbst wenn sie euch nicht gefallen, könnt ihr ein Like da lassen, abonnieren. Oder disliken, kommentieren. So wie ihr Bock habt. Das ist eure Sache. Und an erster Stelle steht natürlich wieder Campen, ne? Ich glaube, ich mache so einen Kanal auf. Master Biomi, der Camper. Ja, Mann, der Camper-Kanal. Hast du heute schon gecampt? Das wird was. So. Ist das überhaupt richtig hier? Ich glaube doch, ne? Schneller nach unten. Ja, und ich weiß jetzt auch, was da aus dem Himmel kam. Das waren Stücke vom Kometen. Der ist ja hier eingeschlagen. Man sieht ja da vor uns so eine kleine Stelle. Und ich glaube, ja, dahinter uns ist eine riesengroße Stelle. Ich weiß jetzt Bescheid. Ich habe immer gedacht, da schießt einer auf uns. Aber es hat sich alles geklärt. Wie gesagt, meine lieben Homies, wir campen noch am Anfang. Weil eigentlich ist dieses Spiel zum Campen gedacht. Es macht Spaß. Wer dazu Bock hat, macht es. Ne? Ich muss erstmal reinkommen hier. Das ist die dritte Runde, die wir aufnehmen. Und wie gesagt, wir versuchen jetzt unter den letzten 10 zu kommen. Und wenigstens ein Kill. Wenn nicht, dann nicht. Haben wir Pech. Und ich sag mal so, wenn wir jetzt hier an 5. Stelle sterben oder an 6. Stelle, dann lasse ich das Video komplett zu Ende laufen. Also nehmen wir dann komplett auf. Aber wenn wir jetzt hier nur 30. oder 40. werden, dann nehmen wir das nicht komplett auf, wer Erster geworden ist. Aber das wäre Quatsch für mich. Ne, wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine Waffe am Start. Ich sag, in so Räumen, so im Nahkampfmodus ist so eine Shotgun echt gut. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir jetzt so Spaß macht. In meiner hat man ja gehört am zweiten Video, wie ich mich wie so ein kleines Kind am Freuen bin. Und wenn ich mal irgendwelche Schimpfwörter sage, Motherfucker oder sonst was, das ist an keinen Menschen gerichtet, ne? Da beleidige ich mich eher selbst. Ne? Also macht euch da keinen Kopf. Seid nicht sauer. Ist gegen keinen gerichtet. Es ist einfach ein Übereifer geschehen. Ah, herrlich. So. Probieren wir mal zu bauen hier. Ich glaube, so klappt das hier, ne? Jawohl. Alles mitnehmen, oder? Was brauchen wir denn hier? Ich glaube, Gold ist die beste Waffe, ne? Gibt ja grau, grün, blau und dann gold, ne? Richtig? Ich denke doch. Falls das irgendwann mal einer sieht, diese Videos, schreibt es mir in den Kommentaren. Klärt mich auf. Und wie gesagt, wir gucken uns keine Let's Plays an. Wir ziehen das hier von alleine durch. Oh, oh, meine Mummies. Oh, oh, der hat uns gesehen. Fängt er schon gut an. Was ist hier passiert? Hier ist noch einer, ne? Weil der stirbt da nicht von alleine, oder, meine lieben Homies? Verdammt. Was ist hier geschehen? Kann es auf jeden Fall hier diesen Powertrank? Ich glaube, der kommt gut. Ey, yo. Auf keinsten. In die Shotgun wieder. Was ist hier passiert, meine lieben Homies? Die Spannung steigt. Klar, macht dort am besten eine Minute, bis wir den weggezischt haben.
Mach uns am besten mal wieder eine Markierung im Radius hin. Sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Nehmen wir noch eine Waffe mit. Ich würde sagen, die nicht, oder? Wechseln. Mal schön mit Schalldämpfer hier. Auf jeden Fall kommt da keiner. Ich würde sagen, meine lieben Homies, wir rennen mal los. Wir machen unseren Namen wieder alle Ehre und suchen uns erstmal wieder einen Busch aus. Ich hoffe mal, dass uns jetzt keiner im Rücken schießt. Aber was ist mit dem gerade passiert? Weil wir haben ihn ja nicht gekillt. Ich meine, wir haben zwar geschossen, aber danach war er weg. Wir sehen ja da rechts unter unserer Map. Sehen wir ja, steht da Kills 0. Was ist da passiert? Oder ist das so, wenn man jetzt keinen Bock drauf hat, das Spiel verlässt, wird das dann so angezeigt? Als ob man erschossen wurde. Das weiß ich noch nicht. Ich mache mich auf jeden Fall schlau drüber, meine lieben Homies. Auf jeden Fall sind wir jetzt unter den letzten 23. Das sieht ja schon mal gar nicht mal schlecht aus. Wir müssen auf jeden Fall hier in den Radius rein. Am besten wäre so ein schöner kleiner Busch. Na, da kann Master B wieder campen hier. Ah, ist der groß genug für unseren Rübenkopf hier? Aber sowas von. Ah ja, nicht wirklich, ne? Ist aber auch noch nicht kleiner geworden, der Sturm. Egal, wir rennen mal hier weiter. Wir schauen mal. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Video so lange dauert. Auch jetzt, wenn man campt. Ich habe gedacht, geht schneller. Aber ist okay, ne? Wie gesagt, wer keinen Bock hat, zuzugucken, wie ich campe, der kann ja einfach weiterdrücken. Könnt ja weiterspulen. Das ist ja euch überlassen. So, ich glaube, der sieht gut aus. Er ist, glaube ich, angemessen für uns, oder? Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, da passt mir noch nicht. Nervt mich gerade ein bisschen. Wahrscheinlich haben die Büsche jetzt wegen mir entfernt. Weil wir jetzt zu oft gekämpft haben. So, wir bleiben einfach mal hier stehen. Da ist auf jeden Fall eine goldene Kiste drauf. Aber so Klamotten haben wir eigentlich genug, oder? Können wir mal hier ein bisschen lang schleichen. Ja, sehr schön. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir weiterrennen können. Auf jeden Fall sind wir auf der richtigen Position. So, wir sind auf jeden Fall unter den letzten 19. Darum, was ich sagen wollte, bei allen meinen Videos, egal welche Videos ich bis jetzt gemacht habe, ich bin kein Profispieler, ne? Das ist alles hier just for fun. Und das ist auch die Hauptsache, das ist das Wichtigste. Dass man Spaß an der ganzen Sache hat. Ich habe schon andere gesehen, die da irgendwo links und rechts hinballern, einen treffen und denken, die haben das extra gemacht. So, dass das gewollt war, dass die voll die Profis sind. Aber das, ne, bei manchen sieht man, das stimmt nicht. Aber jeder soll machen, wozu er Bock hat. Solange er damit keinen anderen schadet, alles cool. So, jetzt lang genug darüber gequatscht. Willkommen zu Fortnite, meine lieben Homies. Kann man hier rein jetzt? Ja. Das ist ein Busch für uns hier. Auf jeden Fall chillen wir jetzt mal mit hier eine Runde. Und wie sieht das aus? Wir sind auf jeden Fall, wenn der Radius gleich kleiner wird, sind wir genau drinnen, würde ich sagen. Da wird geschossen. Da wird geschossen. Die ersten beiden Videos, die hatte ich auf jeden Fall letzte Woche gemacht.
Heute ist der, warte mein lieben Homies, ich muss einmal gucken hier. Heute ist der 8. Mai, der 8.5.2018. Die Videos hatte ich letzte Woche gemacht, die ersten beiden. Aber werden sich schon viele gedacht haben oder irgendwann die Leute, die auf meine Videos treffen, ne, wenn wir Datum vergleichen, denken die, oh ey, der Meteor, der ist ja schon längst eingeschlagen. Andere werden bestimmt denken, ist das ein Spacken? Du weißt ja niemals, dass der Meteor da auf die Map kracht. Aber ist ja egal, meine Güte. So ist das halt. Und ich sag's nochmal, ich hätte nicht gedacht, dass es mir Spaß macht. Vor allem mit ein paar Kollegen macht das echt Laune. Nur die heulen dann nochmal rum, weil ich dann meistens im Gebüsch gehe und ein bisschen campe. Dann meckern die mal rum. Sagen die mal, kannst du alleine machen. Macht man nicht im Team. Ja, dann campt doch mit, Kollege. Teamarbeit. Ich find's lustig, mir macht das Spaß. Ich hätte da gern so ein Aufnahmeprogramm, wo ich mein Fernsehbild mit aufnehmen kann. Dann würde ich PlayStation 1 Spiele machen, 2, 3, PC. Gerade hier Counter-Strike Condition Zero Kampagne. Voll mein Ding. So Oldschool-Spiele. Meine Zeit halt. Hätte ich richtig Bock gehabt. Aber ich habe leider noch nicht so viel Geld. Oder eher gesagt, das Geld dafür habe ich noch nicht. Aber es wird noch kommen, meine lieben Homies. Auf jeden Fall sind wir unter den letzten 12. Da sind schon welche am Bauen. Ja, wir lassen die mal. Lassen die, sollen sie sich immer selber damit kämpfen. Sekunden noch. Und dann bin ich mal gespannt, wohin. Am besten wäre, das wäre jetzt unser Radius jetzt gleich, dass die zu uns kommen müssen. Können wir hier weit talken. Und, meine lieben Homies, wie wir gerade sehen, wir sind unter den letzten 10. Danke ans Campen. Ich baue eine ganze Camper-Army auf. Ja, wie gesagt, wenn ich selber zugucken müsste, dieses Video, wäre mir auch langweilig. Ne? Kann man ja dann weiterspulen. Man muss das halt selber spielen. Allgemein alle Spiele. Selber macht halt mehr Spaß. Ja, ist für Langeweile mal, für einen Samstag oder Sonntag, wenn man aufsteht. Kein Bock hat, irgendwas zu machen, dann zieht man sich ein Video rein. Auf jeden Fall, meine lieben Homies, müssen wir auf jeden Fall jetzt da rein. Wir gehen einfach mal, oder? Wir sind unter den letzten 8. Das sieht nicht schlecht aus. Die blaue ist besser, ne? Wo ist der Penner? Ah, fuck, meine lieben Homies. Ah, guck mal, beide gleich, oder was? Wer ist denn jetzt gestorben? Also, na sicher. Er hat mich gekillt? Na gut, ich habe da auch keinen Kill, ne? Na gut, meine lieben Homies. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Runde Fortnite. Und wie gesagt, wenn ihr das bis zum Ende sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Auf Wiedersehen.